Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt euch ein Video gewünscht mit Entspannungstipps für Kinder und ich dachte, ich mache das wieder im ASMR-Stil. Ich glaube, diese Videos gefallen euch gerade ganz gut und es passt ja auch zum Thema Entspannung. Ich habe hier neben mir alles aufgebaut, was wir so zum Entspannen benutzen und wird es einfach nacheinander rauspicken und euch zeigen. Erstmal was ganz, ganz Schönes. Das hier ist unsere kleine Klangschale. Die Kinder halt auch sehr gerne. Muss es mal ein bisschen weghalten, glaube ich. Und das machen wir manchmal einfach gerne so. Und dann wird halt nur auf den Ton gelauscht. Und wir sind so lange leise, bis der Ton verklungen. Oder wir leiten damit bestimmte Rituale ein. Ich muss dazu sagen, ich habe zwei Kinder, die auf unterschiedliche Art und Weisen entspannen. Einiges ist ihnen gemein, aber anderes auch nicht. Also Vince ist zum Beispiel ein Kind, der super gut entspannen kann bei Meditationen und auch Fantasiegeschichten, Fantasiereisen. Ich habe hier zum Beispiel diese CD, Entspannung für Kinder, Fantasiereisen, 12 Geschichten zum Meditieren von Die Meditiere. Sowas findet der zum Beispiel ganz gut. Meditation ist jetzt nicht oder noch nicht so Sveas Ding. Die steht dagegen zum Beispiel darauf, wenn ich ihr die Haare kämme. Ist jetzt nicht so Windsache, aber ich kämme Svea jeden Abend die Haare. Nicht, weil die Haare gekämmt werden müssen, sondern als Entspannung. Ich habe hier so eine Naturhaarbürste. Mit der werden die Haare halt auch so schön glatt und glänzend. Aber ich benutze bei ihr auch sehr gerne, natürlich, weil sie lange Haare hat, einen Tangle-Teaser. Also bei Svea sieht wirklich das abendliche Entspannungsritual so aus, dass ich erst die Haare kämme und dann den Rücken massiere. Und ich habe hier so einen kleinen Igelball, die sind ja normalerweise so groß. Und ich finde diese kleinen für Kinderrücken viel, viel schöner. Svea will aber tatsächlich auch sehr gerne so richtig massiert werden. Nicht nur gestreichelt, sondern richtig massiert werden. Und dabei schläft sie dann tatsächlich meistens abends ein. Vince ist jetzt nicht so der Typ fürs Massieren. Der wird dann lieber einfach gestreichelt. Und was es bei uns auch immer abends gibt, ist Lavendel, beziehungsweise eine Alternative. Und jetzt muss ich mal kurz gucken. Also hier ist das reine Lavendelöl. Das gibt es immer im Diffuser.
ich als Alternative auch noch Serenity. Das dient auch der Entspannung und dem erholsamen Schlaf. Das sind jetzt ganz konkret die Sachen, die wir meistens zum Abend machen, zum Entspannen. Aber wir entspannen auch gerne mal tagsüber, situationsabhängig, was so passiert ist. Und das hier benutze ich auch sehr gerne in meinen Kinderentspannungskursen. Das sind die Yoga-Linos. Das ist ein Kartenspiel mit Yoga-Übungen für Kinder. Und die Kinder bewegen sich. Also Entspannung heißt ja nicht immer still liegen. Und damit, finde ich, werden die Kinder super, super einfach und kindgerecht an Yoga herangeführt, an verschiedene Yoga-Posen. Und das lieben die Kinder. Also gerade in den Entspannungskursen muss ich mehrere Runden davon machen, weil die finden das so toll. Und meine Kinder machen das auch sehr gern. Und die Karten sehen dann zum Beispiel so hier aus. Zuschauen. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Tschüss.